Hallo zusammen, jetzt kümmern wir uns um einen Chip mit der Ausgangsposition, dass der Ball ziemlich tief unten im Gras bzw. im Semiraff liegt, fast so ein bisschen eingebohrt ausschaut, also ganz weit tief unten drin. Schlechte Balllage. Viele Golfer denken, ihre Bälle liegen immer schlecht ums Grün rum, umso wertvoller ist dieser Tipp jetzt. So, wenn ihr jetzt quasi eine schlechte Balllage habt, braucht ihr einen steilen Eintreffwinkel. Also ihr müsst wirklich sicher gehen, dass ihr von oben auf den Ball runterkommt. Ihr müsst nicht unbedingt die Handgelenke einsetzen. Alleine das nach vorne lehnen gibt euch ja schon einen vertikaleren Eintreffwinkel, dass der Schläger von oben auf den Ball runterkommt. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Aber was ihr definitiv noch machen könnt, ihr könnt den Schläger ein ganz klein bisschen auf die Spitze stellen und ihn auch noch ein bisschen zudrehen. So macht ihr das Leading Edge unten definitiv schärfer, also ihr könnt damit noch besser graben. Für die meisten fühlt sich das sehr, sehr komisch an, erstmal den Schläger schon mal auf die Spitze zu stellen, also sprich den Schläger senkrechter zu stellen und dann auch noch die Spitze zuzudrehen. Man könnte eigentlich denken, der Ball wird jetzt sehr, sehr weit nach links gehen, tut er aber nicht. Also, Schläger, ich habe jetzt hier meinen Lob Wedge, das wäre immer noch der gleiche Schläger, den ich hier sonst auch wählen würde. Den stelle ich jetzt erstmal auf die Spitze und dann drehe ich ihn unten zu. So, genau. So, ansonsten stelle ich mich ganz normal hin, so wie ich mich bei einem Chip auch hinstellen würde. Ich lehne mich nach vorne und jetzt versuche ich einfach mal mit der zugedrehten Spitze zu chippen. Aus der Balllage würde ich jetzt eigentlich kein besseres Ergebnis erwarten. Das ist auch noch eine Erwartungshaltung. Man darf jetzt da nicht erwarten, dass der jetzt genauso rausgeht, wie als wenn der Tiptop oben drauf liegt. Aber damit wäre ich jetzt eigentlich schon zufrieden, weil ich habe danach noch auf jeden Fall eine Möglichkeit für einen Up and Down. Aber nochmal ganz kurz, wie das ausschauen müsste. Also schaut, dass der Schläger auf der Spitze steht und dann dreht ihr ihn ein bisschen auf scharf. Also sprich, dreht ihr ihn ein bisschen zu. Der Schläger wird sich dann im Treffmoment wieder öffnen. Keine Angst, der Ball wird nicht nach links gehen. Aber versucht mal mit der eingedrehten Spitze zu chippen und ich werde euch versprechen, es wird klappen. Also viel Spaß und viel Erfolg damit. Bis bald.